gonna take on the world. Michael Ballweg ist festgenommen. In den Minuten, in denen Sie dieses Video anschauen, sitzt er im Gefängnis, in U-Haft, wurde da wahrscheinlich bis zur Nacktheit ausgezogen, dann, wie das so ist, Prozeduren unterworfen, die man als erniedrigend bezeichnen muss. Und ich bin schockiert, als ich diese Nachricht bekam, habe ich zuerst gedacht, das gibt es doch gar nicht, ich konnte es erst gar nicht glauben. Und obwohl es jetzt schon spät in der Nacht ist, weil ich unterwegs bin, habe ich mich hingesetzt, ich sagte, ich muss ein Video machen. Da ist eine neue Stufe der Eskalation erreicht, die ich für unvorstellbar hielt. Wir sind ja schon allerhand terrorisieren durch den Staat gewohnt. Stefan Hockertz, der berühmte, bekannte Impfkritiker, Corona-Impfung-Kritiker, Hausdurchsuchung brachial, 6 oder 7 Uhr im Morgengrauen, dann die ganzen Vermögenswerte blockiert. Paul Brandenburg, Polizei kommt um 6 oder 7 Uhr, bricht die Tür auf, schmeißt ihn auf den Boden, nackt, mit dem Bauch auf dem Boden, Gewehrkolben in den Rücken. Viele andere Beispiele, bei mir war die Polizei schon beim Hausmeister, bei mir hat sie schon mich an der Grenze aufgehalten, später stellte sich dann heraus, an den Haaren in meinen Augen vorgezogene Vorwürfe, wo dann auch nie mehr irgendetwas kam, wo man ohnehin die Adresse kennte. In meinen Augen geht es hier einfach gezielt darum, Menschen, die diese Regierung, die ihre Politik kritisieren, mundtot zu machen und zu terrorisieren. Ich verwende gezielt das Wort Terror, ich habe es vorher im Duden nochmal nachgeschlagen. Terror ist die Verbreitung von Angst durch Gewalt, und Gewalt ist das, es ist staatliche Gewalt, die hier eingesetzt wird, um Angst zu verbreiten, um nichts anderes geht es in meinen Augen. Die Verhältnismäßigkeit, dass man dann jemanden sofort in Untersuchungshaft bringt, allein schon die Vorwürfe, alle Feixen, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, der dafür bekannt ist, dass er die schrecklichen Verbrechen des Dritten Reiches instrumentalisiert, um Gegner der Regierung zu diskreditieren. Der feigste schon, die SPD, freute sich riesig, und mich macht das fassungslos. Einer der Vorwürfe ist, der Ballweg hätte Geld auf seine Privatkonten überwiesen. Ich meine, der Mann, dem wurden Konten gekündigt. Die Querdenkenbewegung konnte keine Konten mehr haben, weil die Banken das durchweg kündigten. Und dann wirft man jemand vor, dass es auf dem falschen Konto ist. Es ist so perfide. Es sind genau die Methoden. Es ist die Handschrift, die ich aus Moskau kenne. Es ist die Handschrift, die ich vom KGB kenne, die ich von der Stasi kenne. Und diese Handschrift hat in Deutschland, in der Bundesrepublik, hat die Einzug gehalten, seit Angela Merkel ins Bundeskanzleramt kam. Sehr langsam, es hat dann viele Jahre gedauert, und inzwischen habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis nach dem anderen. Das ist alles sehr gut getarnt, das ist alles weich gemacht, aber es scheint genau das Handbuch zu sein, das man unter anderem bei der FDJ hatte. Und Sie wissen ja, Angela Merkel war FDJ-Sekretärin, also Funktionärin, nicht einfaches Mitglied, das waren alle. Aber die Merkel war in diesem System, die ist dort sozialisiert worden, und unter ihr haben wir eine Renaissance von diesen Methoden. Und ich finde das wirklich schrecklich. Ich erzähle jetzt auch noch eine Geschichte, die ich eigentlich nie erzählen wollte, aber die erzähle ich, dass zum Beispiel selbst meiner 8-jährigen Tochter von der Inkdiba das Bankkonto, das Sparkonto gekündigt wurde. Offenbar, weil sie den falschen Namen hat, anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen. In diesem Deutschland leben wir, unter solchen Zuständen leben wir heute. Die Achse des Guten, heute großer Beitrag. Die Werbeagentur hat Ihnen gekündigt, auf Druck von Volkswagen. Bei mir ist es schon so, dass ich an diese großen Werbeagenturen gar nicht rankomme. Das ist schon von Haus aus so, dass man geblacklistet ist. Auch bei YouTube wird die Werbung verweigert. Also man versucht, wirtschaftlich einen zu zerstören. Und das ist aber alles kein Vergleich zu dieser neuen Eskalationsstufe, die jetzt bei Michael Ballweg erreicht wurde. Mein großer Verdacht ist, dass hier erneut die Justiz instrumentalisiert wurde, um
Gegner dieser Regierung zu terrorisieren. Natürlich, nein, es gibt keine Unschuldsvermutung für die Justiz, das haben wir nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir generell einen Unrechtsstaat haben. Nein, der Rechtsstaat zuckt sich noch, gibt noch viele gute Richter, es gibt auch noch viele gute Staatsanwälte. Aber die Bereiche, wo das von oben gesteuert wird, wo man einfach die Justiz instrumentalisiert, die werden immer größer und selbst das Verfassungsgericht ist inzwischen in meinen Augen eine Abnickmaschine. Also ich bin fast überzeugt, ich kann mir das schlecht vorstellen, dass der Michael Ballweg sich wirklich dieser Sachen schuldig gemacht hat. Und wenn, dann ist die Frage, warum geht man so vor? Warum kommt da sofort Untersuchungshaft? Ist da wirklich Verdunkelungsgefahr? Ich halte das für ein ganz düsteren Moment in der Geschichte der neueren Bundesrepublik. Und ganz unabhängig, wie Sie zu Michael Ballweg stehen, ich habe auch schon einen kritischen Artikel über ihn auf der Seite gehabt. Jeder aufrechte Demokrat, jeder, der noch ein bisschen demokratisches Gefühl in sich hat, der sollte hier höchst, höchst alarmiert sein und hier ganz, ganz genau hinschauen. Denn es ist ja nicht ein Einzelfall, dann könnte man immer sagen, naja, da war vielleicht irgendetwas, sondern wenn man sich anschaut, wie komplett hier diese Leute schikaniert werden, die gegen die Regierungspolitik protestiert haben, ob das jetzt ein Pianist ist, der Arne Schmidt, den Sie kennen, der ein Strafverfahren neben anderem hat oder viele andere, wo man wirklich den Eindruck hat, die Justiz wird zur Streitaxt einer Regierung, die die Grundrechte nur noch als ein lästiges Beiwerk ansieht, da wird es in meinen Augen wirklich bedenklich. Ich bin mit Gedanken jetzt bei Michael Ballweg. Ich halte da die Unschuldsvermutung ganz, ganz hoch. Und ich bin einfach entsetzt, muss ich sagen. Ich bin wirklich sprachlos. Wo soll das noch hinführen? Und alle, die jetzt wieder sagen, na ja, die das verharmlosen, die unterschätzen, dass alle autoritären Regime, die beginnen immer langsam. Das war nicht so, dass man gleich die Straflager hat. Das war nie so. Da wird erst der eine abgeholt. Da wird zuerst mal kommen Hausdurchsuchungen, dann wird mal einer abgeholt. Und wir haben das, glaube ich, in unserer Vergangenheitsbewältigung völlig vernachlässigt, diese langsame Entwicklung. Und da hängt es immer davon ab, was man macht. Und der Kästner hat gesagt, dass man den Nationalsozialismus, den hätte man in den 20er Jahren, hat er, glaube ich, gesagt, verhindern müssen. Am Anfang, als diese Anfänge, da waren diese Entwicklungen und wir haben das in meinen Augen völlig vergessen. Und danach wird wieder niemand irgendetwas gewusst haben. Finstere, finstere, bittere, bittere Zeiten. Ja, nicht unterkriegen lassen. Reden Sie mit Ihren Nachbarn, informieren Sie andere Leute, verbreiten Sie diese Nachricht, klären Sie auf, wie dieser Staat Menschen terrorisiert, die ihn kritisieren. Zum Thema Rechtsstaat in Kürze auch noch etwas. Es gibt jetzt eine Entscheidung vom Kammergericht Berlin in Sachen Bundespressekonferenz, werde ich in Bälde bringen. Und Kafka, wirklich Kafka. Diese Begründung gelesen und mir standen die Haare zu Berge. So ist es. Alles Gute, danke. Schauen Sie wieder rein. Ciao, tschüss. Ja, und manchmal wird mir vorgeworfen, ich sei zu emotional. Ich finde, wenn ich in so einem Moment nicht emotional wäre, dann hätte ich irgendetwas falsch gemacht und dann würde ich über mich selber erschrecken und in so einem Fall. Darf man nicht nur emotional sein, da muss man sogar emotional sein. Alles Gute, danke, ciao. We're gonna take on the world. Take on the world.